Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Scythe, der digitalen Edition vom ja, Strategiespiel Schwergewicht aus 2016, das Brettspiel schlechthin von Stonemaier Games von Jamie Stegmaier, der auch schon oder später halt Flügelschlag gemacht hat. Und Flügelschlag haben wir die Tage gesehen, da habe ich leider verloren gegen die gute Lenfier, die jetzt wieder an meiner Seite ist. Hallo. Hi. Und wir möchten uns jetzt, oder beziehungsweise die gute Lenfe möchte sich jetzt durch das Tutorial kämpfen, damit auch ihr das Spiel lernt, damit ich das Spiel lerne, damit sie das Spiel lernt. Und anschließend werden wir sicherlich eine Partie gegeneinander spielen. Aber nur, wenn du nicht so schmolzt wie letztes Mal. Ich habe geschmollt, ne? Ja, das wird mir häufiger vorgeworfen. Ich tue aber immer nur so. Hust, hust. Okay, Leute. Wie gesagt, wir starten jetzt erstmal ins Tutorial. Okay. Muss ich hier irgendwas... Ja, Hier sind natürlich überall schon Haken drin. Das Tutorial ist ein bisschen länger, weil ich halt schon das Tutorial gespielt habe. Ach so, ja, es ist halt ein bisschen länger, aber gut, ist halt eine abendfüllende Aufgabe jetzt für uns, aber was soll's. Aber es sollte schon vorne anfangen, oder? Ja, okay, genau. Gut, also starten wir hier vorne bei Spielziele und Aktionssystem. Ich bin sehr gespannt, das sah gar nicht mal so unkompliziert aus, das Spiel. Also, erfahre, wie Fortschrittssystem und Grundmechaniken des Spiels funktionieren. Gut. Nein, das Spiel ist definitiv etwas komplizierter, etwas anspruchsvoller, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Auch wer die Chance dazu hat, dieses Spiel als analoges Brettspiel zu spielen, ist ein toller Automat dabei. Man kann es auch singular spielen, alleine. Und du kannst ruhig auf Starten klicken. Aber der Bär, der ist ja, das süß. Ist, das ist Wojtek. Wojtek, ach wieder. Ach süß, Mensch. Ja. Genau deswegen wollte ich es eigentlich auch nur spielen. Ich habe neue Tiere gesehen und dachte, ja. Polania. Genau. Okay, wow, das ist eine Menge. Okay, ihr Ziel ist es, am Ende des Spiels das größte Vermögen zu haben. Also wie bei Vogelschlag einfach die Dinger da. Du kannst im Verlauf der Partie Münzen ansammeln. Die meisten erhältst du jedoch während der Punkteverteilung am Spielende in diesen drei Kategorien. Jeder verdiente Stern, jede Region unter deiner Kontrolle, jede zweite Ressource unter deiner Kontrolle. Die Menge an Münzen, die sie verdienen, hängt von ihrem Bekanntheitsgrad ab. Je höher ihre Beliebtheit, desto mehr Münzen verdienen sie auch. Sie können auch ein paar Bonusmünzen erhalten, je nachdem, wo sie Strukturen gebaut haben. Okay, Herzchen, Häuser. Okay. Das Spiel schreitet voran, wenn die Spieler Sterne durch verschiedene Erfolge verdienen. Es endet, wenn einer der Spieler 6 Sterne erreicht. Man verdient Sterne, indem man folgende Voraussetzungen erfüllt. Keine Sorge, wenn du die Begriffe noch nicht alle kennst, wir werden sie später klären. Oh, ist Robin wieder dabei? Schließe alle 6 Entwicklungen ab, setze alle 4 Mechs ein, baue alle 4 Gebäude, 4 Rekruten, hab alle 8 Arbeiter auf dem Spielbrett, decke eine abgeschlossene Zielkarte auf, sei im Kampf siegreich bis zu 2-mal, erreiche ein Ansehen von 18 oder Stärke von 16. Eine Vorschau dieser Auflistung siehst du, wenn du auf Stern klickst. Probier's mal aus. Okay, stopp. Huch, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, von diesen Voraussetzungen muss man 6 erreichen, um das Spielende einzuläuten. Und gerade beim Kampf wurde erwähnt, bis zu 2-mal, dafür kann man Sterne erreichen, die gegen diese 6 Sterne aufgezählt werden. Also das Spiel, es gibt Kampf, es gibt Krieg in dem Spiel, aber es steht nicht im Vordergrund. Okay. Du kannst dir dieses Detail, entscheide ich mal, jederzeit während der Partie ansehen. Dies ist dein Spielertableau. Es enthält alle wichtigen Aktionen, die du während der Partie durchführen kannst. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass das Spielertableau in vier Abschnitte unterteilt ist. Dein Zug, Oberaktion, Unteraktion, deaktivierte, nächste Runde. Okay. Erstens, während deines Zuges kannst du bis zu 2 Aktionen von einem Spielertableau-Abschnitt deiner Wahl ausführen. Die Reihenfolge der Aktionen ist oben, unten. Jede Aktion ist optional, du kannst sie auch überspringen. Bei jedem Zug musst du einen anderen Tableauabschnitt wählen. Na gut, das wird sich im Spiel dann zeigen. Wählen wir die Aktion Münze erhalten. Münze erhalten. Überspringen wir die untere Aktion und beenden wir den Zug. Beachte, dass der Abschnitt mit der im vorigen Zug durchgeführten Aktion nun deaktiviert ist. Schauen wir uns die Bedingungen an, die erfüllt werden müssen, um Sternchen zu erhalten. Kennen wir das schon? Das ist schon wieder so eine Robin hier. Dieses Symbol zeigt deine Stärke an. Du stehst kurz davor, den Zielwert von 16 zu erreichen und einen Stern zu erhalten. Okay, rot bezahlen, grün erhalten. Bezahlen wir eine. Achso, bezahl eine Münze und erhalte 2 Stärke. Mit Hilfe der Aktion verstärken. Richtig. Okay, also hier kann ich kaufen, verkaufen und so. Gut.
Glückwunsch, du hast soeben deinen ersten Stern erhalten. Katze, bitte weg vom Lüfter. Dankeschön. Beenden oder nächste Session? Mission. Ich glaube, das macht keinen Unterschied. Okay. Huch, was? Ja, das war schon als erste. Das erste Tutorial von 8 oder so. Leute, wir haben es geschafft. Wupp, wupp. Das macht jetzt unglaublich kompliziert Dinge am Anfang. Ja, ich glaube, ich habe auch nicht viel verstanden, außer dass es Siegpunkte gibt. Aber gut. Du hast das schon verstanden. Na, also Flügelschlag war dann auch gar nicht so schwer, wie ich es im Tutorial noch dachte, tatsächlich. Also genau. Ich denke, das geht dann beim Spielen immer. Bewegung. Mach dich mit den Grundkonzepten vertraut, Regionen, Einheiten und Ressourcen. Lerne, wie man eine Bewegungsaktion durchführt. Jetzt wird's doch spannend. Da ist er wieder. So, kann ich nicht einfach gleich den Bären kriegen und irgendwo mit den Bären reinrennen? Das wäre mir sehr lieb. Oder der hübsche Wolf, den man da irgendwo hatte. Oh, ja, so ein Mech nehme ich auch gerne. Die drei Einheitentypen im Spiel, Anführer, Mechs und Arbeiter, haben zwei wichtige Gemeinsamkeiten. Sie können sich über das Spielbrett bewegen, im Normalfall jedoch nicht über Flüsse oder auf Seen. Sie können eine beliebige Anzahl an Ressourcenmarkern transportieren. Okay, also hier sehen wir, was die alles können scheinbar. Transport von Arbeitern hier zum Beispiel, hier Fabrikkarte nehmen, Begegnungen haben. Aha. Ressourcen produzieren, Mechs einsetzen, Gebäude bauen. Okay. Gesundheit. Danke. Ich habe gesagt, ich hätte das Mikrofon aus. Entschuldigung. Eine Region ist ein Hexfeld, das eine dieser Geländearten haben kann. Also hier das Hexagon quasi. Okay. Richtig. Ich wollte gerade sagen, Berlinern, die ich habe gerade Geschäft gelesen. Gehöft. Wald, Berge, Tundra, Dorf, See, Fabrik. Okay. Für die Aktion bewegen. Alle Einheiten werden alle Regionen mit dem Tunnelsymbol als aneinander angrenzend betrachtet. Du hast die Kontrolle über eine Region, wenn mindestens eine deiner Einheiten in ihr steht. Oder wenn du in ihr ein Gebäude hast und sich keine feindlichen Anführer, Arbeiter oder Mechs in ihr befinden. Es kann jeweils nur ein Spieler die Kontrolle über eine Region haben. Du hast ein Heimatgebiet, das als Startpunkt und als Rückzugsort nach einem verlorenen Kampf dient. Ein Heimatgebiet ist keine Region, weshalb du dort keine Einheiten hinbewegen und auch dort keine Gebäude bauen kannst. Jede Nation hat ihr eigenes permanentes Heimatgebiet und unterschiedliche Fähigkeiten. Ressourcen, Holz, Nahrung, Metall, Öl bleiben auf der Karte, nachdem sie produziert wurden. Du darfst nur Ressourcen aus Regionen ausgeben, die du kontrollierst. Es können unbegrenzt viele Ressourcen gelagert werden. Okay, folgender Plan. Lade alle deine Arbeiter auf einen Mech und transportiere sie zu einem Gehöft. Sichere das unbewachte Metall mit deinem Anführer. Okay, bewegen sollen wir uns. Das ist scheinbar Bewegung hier. War da vorhin nicht noch Münze verkaufen? Na gut. Das ist scheinbar woanders. Ja, ist ganz rechts jetzt. Ah, okay. Also, Einheit, die du bewegen möchtest, den Mech. Wo ist denn hier Mech? Da? Naja. Also hier sehe ich seh den Anführer, aber... Ach, der da! Ja, ja, genau. Habe ich gerade nicht erkannt. Entschuldigung. Okay, benutze den Transportbereich, um einen deiner Arbeiter in den Mech einzuladen. Ja, Ha! Ja, schön. Und jetzt aufs Gehöft. Daher bitte. Nur Mechs können Arbeiter transportieren. Es ist an der Zeit, dass dein Anführer das Metall erobert. Mein Bärchen! Kann ich auch... Wie bewege ich mich denn? Nee. Okay. Dann so. Vergiss nicht, deine Nahrung mitzunehmen. Die Pötte hier? Ah, da sehe ich sie. So, da sollen wir hin. In die Berge. Gut gemacht. Du kannst deine Einheiten auch per Drag and Drop bewegen. Bitte aktiviere Drag and Drop dazu in den Optionen. Okay. Machen wir hier scheinbar nicht. Gut. Du hast das zweite geschafft. Kampf. Direkte Konfrontation. Einsatz von Stärke und Munition. Schätze ab, wie viel Feuerkraft der Gegner hat. Na, endlich. Nicht mehr lange. In 2 Stunden sind wir durch. Dauert das so lange, das Tutorial? Weil ich so viel vorlese, ne? Ich kann mich auch kürzer fassen beim Vorlesen. Nein, so gut. Was Nordische? Ah, der hat so ein, was ist das, ein Bison, Büffel, keine Ahnung. Süß.
Zum Kampf kommt es am Ende der Bewegen-Aktion, wenn der Anführer oder Mech eines Spielers in eine Region eindringt, die vom Anführer oder dem Mech eines anderen Spielers kontrolliert wird. Beide Seiten weisen bis zu 7 Stärke auf aus ihrem Fort zu. Also können ihre Stärke mit Hilfe von Munition erhöhen. So viel Munition, wie viele ihrer Kampfeinheiten an dem Kampf teilnehmen. Der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke gewinnt. Bei einem Unentschieden gewinnt der Angreifer. Was? Okay. Beide Spieler zahlen die gewählte Stärke und Munition. Okay. Schön, der umgedrehte Panzer hier. Niedlich. Sieger erhält die Kontrolle über die Region und alle Ressourcen, erhält einen Stern. Der Unterlegene zieht sich mit all seinen Einheiten in sein Heimatgebiet zurück und erhält eine Munition, wenn er in einem Kampf Stärke oder Munition eingesetzt. Warte mal, man kriegt keinen Stern, wenn man... Achso, wenn man schon 2 hat, okay. Die nordischen Königreiche nähern sich unserer Basis. Zum Glück haben wir 2 Polania-Einheiten in der Nähe. Erweitern wir die Statistiken, um zu sehen, ob wir die Einheiten der nordischen Königreiche verjagen können. Was? Was soll ich machen? Also die nordischen Königreiche sind jetzt die blauen, wir sind ja nach wie vor die weißen, die rot-weißen. Ja. Und du klickst jetzt einfach da, wo der Pfeil zeigt, genau. Ach, habe ich nicht gesehen. Ich dachte, der Pfeil zeigt hier aufs Spielbrett. Hab das gerade fehl gesehen. Okay, 10-0. Das heißt, also, das sind die, das bin ich. Also, die Einheiten der nordischen Königreiche haben 10 Stärke. Es kann jedoch maximal nur 7 Stärke im Kampf eingesetzt werden. Sie haben keine Munition, also bleibt ihre Gesamtfeuerkraft bei 7. Polania hat 1 Stärke, aber 4 Munition. Pro Kampfeinheit darfst du 1 Munition einsetzen, wenn sowohl dein Mech als auch dein Anführer mit 2 angreifen. Hast du eine Gesamtfeuerkraft von 5? Ja, 2 plus 2 plus die 1 Kampfstärke. Aha, okay. Das ist zwar weniger als die 7 Stärke der nordischen Königreiche, aber wir können uns noch weiter verstärken. Die Aktion Verstärken erlaubt es dir, für 1 Münze 2 Stärke zu kaufen. Okay. Du hast 2 Stärke erhalten. Jetzt kannst du loslegen. Beenden wir diesen Zug und machen wir den Hinterhalt bereit. Was mit Ressourcen, Honey? Da dachte ich, kann angreifen. Ja, ja, das war jetzt der Gegner. Achso. So, nehmen wir mal den Mech. Da sollen wir hin. Und, achso, den Anführer kann ich auch noch holen. Aha. Die Kampfphase beginnt, sobald die Bewegungsaktion abgeschlossen ist. Wähle das Schlachtfeld, um die Kampfhandlung durchzuführen. Achso. Okay, jetzt geht's los. Ordne 3 Stärke zu. Wo? unten, genau. Und dann die beiden Munitionen links. Okay. Da du hier angreifst und er auch nur auf allerhöchstens 7 kommen kann, haben wir gewonnen. Hey. Er hat sogar nur 1. Ja. Okay. Damit verbraucht er natürlich nur eine Ressource und wir haben alle 7 verbraucht. Aber das ist jetzt erstmal egal. Okay. Dein Mech ist erstmal weg. Also es ist gar nicht so klug, immer alles auszuspielen. Naja, wenn der Gegner alles ausspielt, hast du auch nichts gewonnen, von daher. Ja gut. Der Mech der nordischen Königreiche wurde zu seiner Basis zurückgejagt, aber Vorsicht. Nun, da du Stärke und Munition im Kampf eingesetzt hast, bist du für andere Nationen ein leichteres Ziel. Für Sieger im Kampf kannst du bis zu 2 Sterne erhalten. Ein haben wir. Wenn der Besiegte mindestens 1 Stärke oder Munition verwendet hat, erhält er beim Rückzug eine Munitionskarte. Okay, letzter Hinweis. Arbeiter sind keine Kämpfer. Sie können weder angreifen noch Munition benutzen. Für jeden Arbeiter, der durch deinen Angriff zum Rückzug gezwungen wurde, verlierst du ein Ansehen. Das finde ich nicht gut. Naja, du greifst ja dann praktisch Zivilisten an und das ist nicht schön. Gott, ist da echt noch eine Menge hier, ne? Oha. Okay, Fabrik und Begegnungen. Erkunde das seltsame Gebäude in der Mitte und finde raus, wo es Abenteuer zu bestehen gibt. Ich glaube, ich muss mal schneller vorlesen hier. Ich trinke mal einen Schluck. Ah, oh, das ist so niedlich, das Viech. Warum haben die eigentlich so putzige Viecher? Ich weiß nicht. Ist das putzig? Ich finde das putzig. Was ist das, Zwerge? Süß. Die Fabrik ist das Herzstück des... Ach, verdammt. Zeit. Dankeschön. Zeit. Oder Skiffe. Ich bin immer noch für Skyd. Sie ist ein Ort technologischer Innovation und unerschlossenen Potenzials.
Wenn dein Anführer die Fabrik das erste Mal betritt und deine Bewegungsaktion abgeschlossen ist, kannst du dir die Fabrikkarten ansehen und dir eine aussuchen. Probieren wir das einmal aus. Wähle die Aktion Bewegen. Dahin. Bewege eine weitere Einheit oder beende die Bewegungsaktion. Hinweis am Ende der Partie ist die Fabrik für den Spieler, der sie kontrolliert, so viel wert wie drei Regionen. Wähle deine Beute. Was ist das? Na, es wird dir angezeigt. Du zahlst jetzt einen von diesen, was war das nochmal, Macht. Du kriegst dann dafür zwei Ansehen. Oder drei und Münzen. Und von der Seite zahlst du, genau, und kriegst dafür drei Münzen. Wie viel habe ich denn? Achso, ich habe genau einmal so eine Stärke-Ding. Ich glaube, jetzt im Tutorial ist das nicht wirklich ausschlaggebend. Ich nehme die Herzchen. Die gewählte Karte ist nun Teil deines Spielertableaus. Du kannst ihre Aktion wie alle anderen durchführen. Ach so, ich ziehe eine Karte. Das hier sind die Karten. Das da. Ja, das ist dein Spielertableau und das, was du jetzt gezogen hast, ist ganz links. Jetzt macht das hier endlich Sinn. Okay, die gewählte Karte ist nun Teil deines Spielertableaus. Du kannst ihre Aktion wie alle... Ach so, habe ich ja schon gelesen. Das ist es. Gut, Ende. Okay, probieren wir die neue Aktion einmal aus. Können wir gerne machen. Austausch hat funktioniert und die Statistiken sind aktualisiert. Alle Fabrikkarten haben als untere Aktion eine Bewegung. Sie unterscheidet sich von den normalen Bewegungen, weil man mit ihr eine einzige Einheit bis zu zweimal bewegen darf. Anführer? Eins der Dörfer scheint besonders zu sein. Es ist mit einer anderen Farbe markiert. Okay. Während dein Anführer durch Osteuropa zieht, wird er vielen Einheimischen begegnen und sich in verschiedenen Situationen wiederfinden. Solche Begegnungsorte sind mit bla markiert. Schauen wir mal, was da los ist. Ja, das ist jetzt genau. Offiziell bla. jetzt gibt's eine Bla-Karte. Ach, wie süß. Bär und Kuh. Oh, bitte tut der Kuh nichts. Okay, jede Begegnung gibt dir drei Möglichkeiten, was du in der dargestellten Situation tun willst. Du darfst eine Option wählen, für die du vollständig bezahlen kannst. Die Zahl in der oberen linken Ecke dient nur zur Referenzierung der Karte. Stopp! In der Anleitung des Original, des analogen Spiels steht jetzt, dass wenn man so eine Karte zieht, soll man sich das Bild angucken und derjenige soll dazu eine kurze Geschichte erzählen, bevor er sich entscheidet. Deswegen ist das jetzt von den Aktionen, die du ausführen kannst, auch so relativ kurz gehalten. Mhm. Aber, okay, dafür müsste man jetzt glaube ich, mehr über den Kontext wissen, ne? Naja, du ziehst jetzt durch Osteuropa und triffst jetzt mit deinen Max, mit deiner Armee... eine Gauklertruppe oder auf dem Volksfest oder sowas, denk es dir aus. Ich meine, in der Mitte sitzt eine Katze. Katze! Reicht eigentlich schon. Okay, also Anführer sieht Katze auf dem Volksfest, streichelt Katze, im Hintergrund ist ein komischer Mech, der interessiert uns aber nicht, wir streicheln Katze. Katzi! Okay, drei Entscheidungsmöglichkeiten. Wir sollen friedlich sein. Was? Wer kennt mich das Spiel nicht? Vergnüg nicht mit den einfachen Bürgern auf einem Nachmittagsfestival und der Katze. Nimm an einem geistigen Wettstreit teil und verliere absichtlich... Wie absichtlich? Was ist das? Gegen die Katze. Trinkt zu viel und plündert das Lager aus. Ja, das finde ich gut. Und töte die Katze. Nein. Nein. Okay. Also ich würde sagen, ich vergnüge mich mit der Katze. So. Okay. Nicht? Ja. Du wirst berühmt, steht da. Glückwunsch. Vollgeweihter dem Pfad der Rechtschaffenheit. Ist doch schön. Ja. Ich verliere doch nicht absichtlich bei irgendwas, sag mal. Ja, aber gegen eine Katze? Hallo. So, wo war ich denn jetzt hier? Handeln und produzieren? Ja. Okay. Friedliche Möglichkeiten, die Ressourcen zu erlangen, die deine Nation... Wie friedliche möglich? Okay, können wir überspringen. Du nur mit deinem Krieg. Ja, das ist doch langweilig. Also, na gut. Nordische... Okay, jede untere Aktion erfordert Ressourcen, Öl, Metall, Holz oder Nahrung. Sie können von deinen Arbeitern produziert werden, je nachdem, wo sie sich befinden. Machen wir uns mit der Aktion Produzieren vertraut. Die Kosten rot richten sich nach der Anzahl der Arbeiter. Je mehr Arbeiter du auf der Karte hast, desto höher sind die Produktionskosten und desto höher ist deine mögliche Produktionsleistung. Im Augenblick kannst du mit dieser Aktion auf zwei Feldern etwas produzieren. Wählen wir sie und machen wir uns an die Arbeit. Die Anzahl der Ressourcen, die auf jedem Feld produziert werden können, entspricht der Anzahl an Arbeitern, die auf ihm arbeiten. Drücke Hammer bei zwei Metallsymbol. Deiner zwei Arbeiter haben soeben zwei Einheiten Metall produziert. Wir können jedoch noch mehr produzieren. Verschwenden wir nicht die Möglichkeiten. Säge drei Stück Holz zu... Oder fördere ein Fass Öl? Holz? Gute Wahl. Die Unteraktion kann jedoch immer noch nicht ausgeführt werden. Das ist für diesen Zug alles.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, an Ressourcen zu kommen, mit der Aktion Handeln. Damit kannst du eine Münze bezahlen und zwei beliebige Ressourcen erhalten. Du kannst einen Handel auf jedem Hexfeld mit Ausnahme deiner Basis mit einem deiner Arbeiter durchführen. Drücke auf einem der Regionen auf das Nahrungssymbol. Wähle die Ressource, die du haben. Habe ich doch schon. Nahrung. So. Okay, haben wir. Lass deine Ressourcen wachsen und dein Reich wird blühen. Okay. Ging ja schnell. Easy peasy. Entwicklung. Optimiere deine Aktion, indem du die Boni verbesserst und die Kosten senkst. Die Sachsen. Mit Pickelhaube. Guck mal. Die hat auch einen schönen Wolf dabei. Ja, weiß und schwarz. Oder ein Hundi, ich weiß es nicht. Wie süß. Das sieht aus wie so hier von GOT, die Dire-Wölfe, die... Wie heißen denn auf Deutsch? Die... Oh, die Wölfe da, die haben. Ja, ich weiß, was du meinst. Komm jetzt auch nicht drauf. Entwickeln. Entwicklungen verbessern die Effizienz der Infrastruktur in deinem wachsenden Imperium. Die Ressource, die für die Entwicklungen verwendet wird, ist Öl. Schalte den Erhalt von zusätzlichen Ressourcen grün für eine obere Aktion mit Entwicklung frei. Senkt die Kosten rot für eine beliebige untere Aktion mit Entwicklungskosten. Macht dir die verbesserte Aktion zu nutzen. Okay, entwickeln. Markierte Hexfeld dreimal. Achso. Okay. Huch, was ist denn jetzt los? verbessern wir die Aktion bewegen. Derzeit kannst du nur zwei Einheiten pro Zug bewegen. Nach der Verbesserung erhöht sich die Anzahl auf 3. Warum ist das auf einmal so groß? Ist das normal? Naja, du schaltest jetzt halt auf deinem Tableau, was du normalerweise vor dir liegen hast, schaltest jetzt die verschiedensten Sachen frei. In dem Fall, dass du an die Stadt zweimal bewegen, dich dreimal bewegen kannst. Mhm. Aber das Feld ist halt auf einmal so groß, das ist ein bisschen seltsam. Ja. Okay. Mechs kosten jetzt 3 Metall, danach nur noch 2. Hab ich das? Ja. Genau. Nun verfügst du über zusätzliche Mobilität und darüber hinaus hast du deine Mechs günstiger gemacht. Insgesamt kannst du bis zu 6 Entwicklungen durchführen. Und einen Siegstern kriegen. Toll. Das Entwickeln früh in der Partie kann eine mächtige Taktik sein. Außerdem kannst du dir nun einen Mech leisten. Aber dazu kommen wir noch. Wow. Schattenwölfe übrigens. Schatten, ja genau, Schattenwölfe. So, Diesel oder Benzin. 2- oder 4-beiniger Antrieb. Was? Welches Bonuspaket? Frag unsere Experten. Na endlich kommen wir zu den interessanten Sachen. Okay. Jawohl, die Sachse. Einsetzen. Du kannst Mechs einsetzen, um mit ihnen deine Arbeiter zu beschützen und dein Imperium zu vergrößern. Die Ressource, die für das Einsetzen von Mechs verwendet wird, ist Metall. Jeder neue Mech schaltet eine Fähigkeit für all deine Mechs und deinen Anführer frei. Mechs können in jeder Region eingesetzt werden, in der sich mindestens einer deiner Arbeiter befindet. Nicht auch sehen. Mechs können Arbeiter und Ressourcen transportieren und an Kämpfen teilen. Gott, ich kann langsam nicht mehr reden, mein Mund wird ganz fusselig. So. Ja, da trinkt doch was. Ja, ich glaube, ich muss mal kurz. Okay. Drück die markierte Region, um 3 Metall zu bezahlen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Achso. Okay. Jeder Mech bringt eine neue Fähigkeit mit sich. Entwaffnen wurde bereits freigeschaltet. Wählen wir als nächstes Watt-Fähigkeit? Die Watt-Fähigkeit. Beweg dich über Flüsse hinweg zu Wäldern oder Bergen. Platziert zu guter Letzt den Mech. Den da? Ja. Achso, da soll ich nicht. Ah, okay. Bewegen für Watt-Fähigkeit ausprobieren. Okay. Das soll jetzt die Watt-Fähigkeit, nicht die Watt. Der kann doppelt zählen. Nein, bei mir heißt sie jetzt Watt-Fähigkeit. Die Watt. Germanistin. Nee. Erlaubt es deinem Mech, den Fluss in Richtung Wald und Berge zu überqueren. Genau. Das können zum Beispiel die Russen von Hause aus. Alle anderen müssen das erst freischalten. Wie gemein. Okay, beachte, dass du mit deiner Wartfähigkeit Flüsse zum Wald überqueren kannst, aber nicht zu Gehöften oder Dörfern. Okay. Hey. Jede Nation hat andere Mechfähigkeiten. Berücksichtige sie bei der Planung deiner Gesamtstrategie. Richtig, das ist das, was ich gerade sagte. Mhm. Die Russen können es, oder waren es die Polen? Ich weiß es jetzt nicht. Hust, hust. Gebäude, Geld ist nicht alles. Es gibt auch noch Immobilien. Erfahre mehr über die Gebäude und ihre Vorteile. Oh nee, nicht Immobilien. Ich will jetzt keine Immobilien... Ja, Ausbildung jetzt machen. Oh Gott. Mhm. Da ist jetzt auch noch ein Aktienspiel drin. Oh. Nein.
Dann höre ich auf. Bauen. Du kannst Gebäude errichten, um deine Aktion weiterzuentwickeln, Regionen zu kontrollieren oder im Spiel eine Boni zu erhalten. Die Ressource, die für das Errichten von Gebäuden verwendet wird, ist Holz. Wähle einen beliebigen Gebäudetyp, der zu einer oberen Aktion gehört. Errichte auf einem Hexfeld, auf dem sich mindestens einer deiner Arbeiter befindet, ein Gebäude. Wähle jedoch nicht den See. Beachte, dass in jeder Region nur ein Gebäude errichtet werden kann. Der Gebäudebonus wird immer dann aktiviert, wenn du eine zugehörige obere Aktion durchführst. Geht's ein bisschen schneller? Ich habe mich frei erlaubt, schon zwei Gebäude zu errichten. Den Stollen und das Arsenal. Die Steuern von Gedas Tunnel, den nur du benutzen kannst. Wähle die Aktion bewegen, um es auszuprobieren. Okay. Wähle den Anführer. So, jetzt, das ist jetzt wichtig. Denn durch den Tunnel, den du jetzt platziert hast, kannst du an andere Orte gelangen, wo auch Tunnel aufgemalt sind. Das siehst du ja. Also jetzt natürlich zu den beiden Feldern über dir, links und rechts, da kannst du hingehen, ganz normal. Oder benutzt den Tunnel und kannst dann praktisch auf der anderen Seite der Karte rauskommen. Okay. Beachte, wie viele durch Tunnel verbundene Regionen du betreten kannst. Offenbar hat das Krim-Kanat einige Vorräte zurückgelassen. Schnappen wir sie uns. Genau. Nutze den Tunnel jetzt einfach. Okay. Gut. Ja, siehst du das kleine Tunnelsymbol? Ja, das da, ne? Oder? Nein, oder das? Da wo du jetzt hingegangen bist. Da ist ja ein Tunnelsymbol. Das da. Nein, genau. Da drunter. Das da? Das rote, genau. Ach so. Und da wo du jetzt gerade hergekommen bist, da hast du ja einen Tunnel gebaut. Das ist ein Tunneleingang. Den musst du erst bauen. Das wurde jetzt auch vom Tutorial schon errichtet. Okay, lassen wir die Arbeiter, wo sie sind. Wir werden sie später brauchen. Bitte beende jetzt die Bewegungsaktion. Okay. Gut, das ist aber ein bisschen doof, ne? Dass der Torier Sachen wegnimmt, die eigentlich jetzt wichtig gewesen wären. Naja. Probieren wir nun eine der Aktionen aus, die mit dem Arsenalbonus in Verbindung stehen. Ansehen erhalten. Dankeschön. Ja. Moment. Dank des Arsenals erhältst du durch das Durchführen einer oberen Aktion in diesem Abschnitt nochmal Stärke. Bezahl Holz. Okay. Mehr Holz. Achso, jetzt sehe ich gerade. Viermal? Ja, ich sehe es gerade, ja. Das, genau. Die Mühle. Da. Platziere die Mühle auf ein freies Hexfeld, also eine Region, die du kontrollierst, in der sich mindestens ein Arbeiter befindet und kein anderes Gebäude. Ach, süß. Okay, Mühle bereit. Und all diese Teile, die wir hier sehen auf dem Spielbrett, ne, die gibt es auch in der analogen Version. Ach, süß. Kleine Holzteile. Oder die Max halt dann aus Plastik und so, die kann man auch selbst anmalen und sowas. Oh, das, ja. Das ist schön. Auch hier das mit den Anführern, mit den Tieren? Ja. Oh. Die Mühle gewährt dir eine zusätzliche Produktionsregion. Platziere sie so, warte mal, produziert so, als sei sie ein Arbeiter. Okay. Schließ die Aktion produzieren ab. Ich weiß nicht, achso. Einige letzte Bemerkungen. In jeder Region kann nur ein Gebäude errichtet. Ja gut, das hat er gerade eigentlich schon erzählt, oder? Ja. Gegner können die Fähigkeiten deiner Gebäude nicht benutzen. Kontrolle. Gebäude können nicht zerstört oder versetzt werden. Okay. Gut. Yay. Gleich bin ich Profi. Rekruten. Einmalige und dauerhafte Rekrutierungsboni. Lass den Feind für dich arbeiten. Okay, spannend. Wojtek. Die Sachsen. Voll. Die Sachsen. Polania. Anwerben. Hat immer dann passives Einkommen zufolge, wenn Gegner Interaktionen durchführen. Unteraktion. Okay, so. Okay. Die Ressource, die für das Anwerben von Rekruten verwendet wird, ist Nahrung. Wähle einen dauerhaften Rekrutierungsbonus, der zu einer unteren Aktion gehört. Wähle einen einmaligen Bonus. Erhalte immer dann einen dauerhaften Bonus, wenn du eine zugehörige Unteraktion durchführst oder wenn dein direkter Nachbar es tut. Anwerben. Okay, da brauchen wir Futter. Hallo? Achso, ich muss das wegklicken. Behalte die Munition des Gegners im Auge. Er hat bereits seine Rekruten angeworben und profitiert dann von deiner Anwerbenaktion. Warum? Drück das markierte Hexfeld dreimal um drei Nahrung. Warum profitiert er von mir? Steht so in den Regeln. Okay. Münzvorteil aktivieren. Hier kannst du für das Anwerben eines Rekruten einen einmaligen Bonus wählen. Oh, bezahlt er mich noch dafür, dass ich ihn angeworben habe? Die Gegner haben ihre Boni erhalten. Warum denn die? In zwei Spielerpartien kann man diesen Bonus für jede Interaktion nur einmal pro Partie erhalten. Rekruten können einem ein ordentliches passives Einkommen verschaffen. Je früher man sie anwirbt, desto mehr profitiert man. Okay, ganz klar, oder? Ich habe jetzt halt nicht verstanden, warum der Gegner jetzt was davon hat, aber okay.
Naja, ist halt praktisch, die Aktion, die du ausführst, ist halt praktisch nicht umsonst, sagen wir es mal so. Na gut. Nationsfähigkeiten und Ziele. Entdecke deine Spezialfähigkeiten und verfolge deine Geheimpläne, ohne dass jemand etwas von ihnen mitbekommt. Wie den Nordischen? Oder hat das nichts zu bedeuten? Nee, das ist halt die Fraktion, glaube ich, mit der wir jetzt spielen, ja. Gut. Okay. Jeder Spieler beginnt die Partie mit zwei Zielen, die vor den anderen Spielern geheim gehalten werden. Pro Partie kann man nur ein Zielstern gewinnen. Weitere Informationen erhältst du, wenn du das Taubensymbol in der oberen Leiste wählst. Okay, aber wir. Nee, warte mal, wir haben ja beide das Spiel. Das heißt, wir sehen das tatsächlich nicht, die Ziele. Genau, ja. Nordvorteil. Kontrolliere am Ende eines Zuges mindestens drei Tundra-Regionen. Bevölkerungsvorteil. Kontrolliere am Ende eines Zuges mindestens drei Dorfregionen. Wir können ein Ziel erfüllen, indem wir. Achso, ja, okay. Jede Nation hat eine Spezialfähigkeit. Du kannst herausfinden, was deine Spezialfähigkeit ist, indem du auf das Nationalwappen klickst. Schwimmen. Ach, guck mal, hier ist das mit den Schwimmen. Okay. Die Wartfähigkeit. Das ist jetzt also die Nordischen, ne? Haben die. Also ich hätte gedacht, das wären die Russen gewesen, aber na gut. Arbeiter der nordischen Königreiche sind gute Schwimmer, die sich selbst dann nicht beklagen, wenn sie durch eiskaltes Wasser waten. Sie können Flüsse zu jeder Geländeart hin überqueren. Diese Fähigkeit besitzen nur die Arbeiter, nicht aber der Anführer oder die Mess. Während der Anführer ein Dorf kontrolliert, können wir die Fähigkeit Schwimmen der Arbeiter einsetzen, um die Kontrolle über die zwei benachbarten Dörfer zu erlangen. Okay, bewegen. Die Arbeiter über den Fluss. Das siehst du auch, dass der Fluss da tatsächlich auch eingezeichnet ist Ja, auf der Karte. da. Ist eigentlich schick, ne? Sieht echt hübsch aus, die Karte. So, auch ziemlich, wenn man mal genau hinguckt, doch sehr detailreich aufgemalt hier alles. Abschließen und zu beenden. Yay! Okay. Dadurch hat es jetzt zum Beispiel schon wieder einen Stern ausgelöst, ne? Und bei 6 Sternen wissen wir, Spielende wird eingeläutet, wodurch du nicht automatisch gewonnen hast, ne? Du kannst natürlich 6 Sterne erhalten, hast aber praktisch im Spiel nichts erreicht, wodurch du nicht punktest. Dazu kommen wir jetzt. Okay. Oh, Punkte erzielen. Endergebnisberechnung. Letzten Endes geht es ums Geld. Ja, toll. Kapitalistisches Scheißspiel. Kapitalist Schweine. Mein Trinken ist leer. So, wie macht man Kohle? Durch Immobilienverkäufe. Natürlich. Du bist noch einen Stern davon entfernt, das Spiel zu beenden, aber ein sechster Stern bedeutet nicht unbedingt, dass du gewonnen hast. Dein Ziel ist es, am Ende des Spiels das größte Vermögen zu haben. In dieser letzten Lektion machen wir uns mit der Berechnung der Punkte vertraut. Okay, bevor wir uns genauer mit. Ach nö, ich muss rechnen. Gebäudebonus. Über den Tunneln. Aktuell hast du zwei Gebäude auf Tunneln, wodurch du $4 erhalten kannst. Werfen wir nun einen Blick auf die Punkte. Okay, Polanias Punkteberechnung. Münzen in der Hand, Gebäudebonus, Sterne, Regionen, Ressourcen, Summe. Beachte die Multiplikatoren von der dritten Ansehenstufe. Links. Ja, ich sehe schon. Also, okay. Wird immer, also umso mehr Ansehen, umso besser wird es hier. Okay. Genau, desto mehr Punkte kriegst du. Okay, Nordische Königreiche, lass dir Zeit damit, die beiden Berechnungen zu vergleichen. Sollte ich meinen Taschenrechner holen? Lass dir Zeit damit, weiterklicken. Mathematik und Zahlen habe ich es ja gar nicht. Ich werde in jeder Runde bestimmt die 6 Sterne vollkriegen, aber am Ende einfach wegen den Punkten verlieren. Also wegen dem Geld. Könnte passieren. So. Arbeiter zur Fabrik. Los, wir brauchen Kohle. Wo ist denn hier die Fabrik? Hallo, habe ich dich nicht schon? Sehe jetzt, ja. Ach, Tunnel. Ich sehe das hier gar nicht. Du hast den jetzt ja ausgewählt, aber du kannst die Ja. Karte ja scrollen. Ich meine, du siehst ja auch, wo der Pfeil den zeigt, von daher. Jetzt. Ja, ich habe schon draußen mal dahin geklickt. Ui! Ging gerade nicht. Ja, klar. Na, ich habe doch ganz oft darauf geklickt. Er wollte nicht. Okay. Holz bezahlen. Was soll ich machen? Gebäude? Wo? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gemacht habe, aber okay. Ja, du hast ein Gebäude platziert. Okay. Du hast jetzt den sechsten Stern und damit hast du das Spielende ausgelöst. Es wird abgerechnet. Die Wer Musik ist die cool. meisten Punkte hat.
Das hängt natürlich zusammen durch Stärke, durch Geld und durch Ansehen, was man errungen hat, durch Gebäude, die man errungen hat und so weiter und so fort. So wie es aussieht, haben wir wohl knapp gewonnen. Wow, krass. Yay, Feuerwerk! Oh, schön. Oh, das ist cool. Okay, gut. Dass ich Hier auch noch kann mal ich genau will angucken. die Gesamtpunkte zusammensetzen, ja. Dann sind wir durch, ne? Das war das Tutorial, ja? Ich fand's super Genau. spannend. 35 Minuten war ja gar nicht so lange. Aber für die, die noch dran sind, Chapeau. Also Leute, ich hoffe, ja, ich glaube, ich habe noch so gut wie gar nichts verstanden gerade, außer Mechs, Arbeiter, Anführer, durchs Sehen warten, Gebäude bauen, Siegpunkte, Geld. Ja. Schauen Ja, wir mal. mir geht es allerdings auch nicht anders. Also ich Okay. habe es jetzt auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich weiß auch kaum noch die Hälfte. Also ich glaube, hier wird es für mich nicht so gut aussehen wie bei Flügelschlag. Ich glaube, das hier ist doch ein bisschen komplexer, aber schauen wir mal. Vielleicht irre ich mich auch und ich habe wieder Anfängerglück und der Standi sitzt gleich wieder schmollend in der Ecke. Gucken wir mal. Mal gucken. Also dann, Leute, ich hoffe, bis zum nächsten Mal, wenn dann Standi und ich uns hier bei Skite, Sküte, wie auch immer, miteinander messen werden. Also, bye bye. Gitte, bald Gitte. Bei Tschüss. Skitte. Tschüss.